So, der Schilling meldet sich zurück aus der Welt von Cultures Online. Das Osterwochenende war der Hammer. 1000 Reiselust jeden Tag. Mein Hauptheld ist jetzt Level 76. Bevor es losgeht hier, hallo Dorfälteste und Stammesmitglieder. Heute 25% Rabatt auf alle Segel. Da spielen wir doch gleich mal und schauen mal hier beim Krämerladen vorbei. Da habe ich nämlich einen kleinen Trick jetzt hier, denn mein Windseeker hält jetzt noch 2 Stunden 22 Minuten und ich kann den aber jetzt nicht irgendwie erneuern oder so. Ich kann aber folgenden hier machen. Ich kaufe mir einmal das Segel hier für 10% nur. Das ist 75 Gold hier, das ist gar nichts. Und jetzt kann ich das hier direkt praktisch erneuern, spare mir die Runen. Ob ich jetzt das 2 Stunden mehr oder weniger habe, ist umgerechnet viel besser, wenn ich mir das hier so jetzt praktisch erneuere. So, so viel dazu. Mein Hauptheld, das ist er. Ich hatte sogar Level Up und vergessen, die Punkte hier noch zu verteilen. Jetzt bekomme ich schon 8 Punkte für jeden Stufenanstieg. Das gebe ich noch alles auf Intelligenz. Ich brauche jetzt auf jeden Fall viel mehr Schaden, denn danke für das Aufmerksammachen von XXXLLL24, dass ich dringend mal wieder auch eine neue Waffe bräuchte. Ich habe jetzt hier so eine grüne, die ist zwar Stufe 75, also recht aktuell, aber ja, die Waffe ist recht wichtig. Das ist irgendwie in vielen Spielen. Rüstung, ja, ist auch wichtig, aber am allerwichtigsten ist immer die Waffe, weil die gibt einfach den Ton beim Schaden an. Ja, hier glitzert es und glänzt es auch oben. Da habe ich auch was Besonderes vor. Dazu komme ich später vermutlich. Ja, da kann ich gleich den Konto ausbauen für diesen Plan dann noch. Gut. So, und ich werde jetzt eine Waffe. Wenn man eine neue Waffe braucht, kann man Folgendes machen. Entweder man hofft beim Händler auf Glück oder man macht die Story-Missionen weiter. Und das werde ich jetzt machen, weil vor allem bei den letzten Etagen immer gibt es zu 100% irgendein spezielles Item. Also meistens ist das so, das ist recht gut. So, jetzt werfe ich erstmal noch Tränke ein. Denn ich möchte da immer alleine auf Reisen gehen. Ich weiß gar nicht, wie das allgemein die Leute machen. Ich habe mir das einfach so angewöhnt, dass ich nur mit meinem Haupthelden vor allem die Story-Missionen mache. Denn ja, die Nebenhelden, ich weiß nicht, die müssen meiner Meinung nach nicht gelevelt werden. Da finde ich es noch immer, und da bleibe ich bei dieser Meinung, besser die einfach irgendwann wegzuschicken und dann 10 Level höhere Helden zu kaufen, anstatt die zu leveln. Das finde ich einfach. So, hier bin ich auch gerade schon bei der letzten. Mal kurz die Attribute checken. 5 Millionen Schaden, 8 Millionen. Könnte sich ausgehen, aber sicherheitshalber, glaube ich, aktiviere ich noch einen Segen. Ich habe sowieso, obwohl Gold habe ich jetzt vorhin ausgegeben. Das geht sich aus. Was könnte ich nehmen? Ausdauer mehr? Ja. Oder Schaden. Ich nehme Schaden. Gut, für einen Tag. 25% mehr Schaden, weil ich den Tempel jetzt ausgebaut habe. Beim Tempel ist das maximal Level 5. Danach hat man alle Buffs, die man sich so holen kann. Das ist bei jedem Gebäude unterschiedlich. Hier das Maximallevel. Der Palast ist schon mit Level 20 ganz voll. Das ist schon etwas länger her. Ja, und Ragnarök, hier, weil ich es gerade sehe. Ich habe das sowas von falsch eingeschätzt. Aber sowas von. Jetzt erst. Bei 71%? Wieso spendet da niemand mehr? Ich meine, okay, ich spende auch nicht mehr, weil ich 5 Durchgänge habe. Und mehr brauche ich meiner Meinung nach nicht. Vielleicht sollte man da die maximale Spendenanzahl ein bisschen überdenken und das runtersetzen. Oder war das so gedacht, dass es länger dauert? Aber wenn ich mich so zurückerinnere, ich glaube, die ersten Ragnarök-Durchgänge, die sind schneller vonstatten gegangen. Na, wie auch immer. Nina außer sich. Wow, okay, Nina, dann werden wir dich doch mal gleich versuchen zu bändigen. Durch diesen Buff habe ich jetzt 1 Million mehr Schaden. Bisschen mehr sogar. Das macht sich auf jeden Fall bezahlt für einen Tag, wenn man versucht hier die Story-Missionen weiterzumachen. Ich habe auch bei diesem Reiselust-Event sehr viele Story-Missionen gemacht und ich war auch in einem speziellen Dungeon, und zwar im Kolonial-Dungeon. Das ist mein neuer Plan, zu dem ich dann kommen werde gleich. Oh, die Nina, die ist außer sich. Die ist ja wirklich mal. Das ist, ich glaube, ich kenne die noch immer. Doch, das sind die Wikinger. Das dürften die Wikinger sein, oder? Wikinger? Ich glaube, die Nina ist eine Wikingerin. Ich bin ein Asiate. Was? Wow. Wieso hat mich die denn gerade hier so... Das wird aber unglaublich knapp. Unglaublich knapp. Wow. Und was haben wir hier?
82 Ausdauer, 81 Glück. Items, die kein Hauptattribut für den Angriff haben, mag ich nicht so. Also nur Ausdauer und Glück, ich weiß nicht. Das ist nicht so der Hammer, das kann ich gleich wegschnibbeln. So, schade, keine Waffe erstmal dabei. Dann muss ich noch irgendeine andere Zone hier abchecken. Ist jetzt was Neues? Oh doch, Bagdad, hier ist neu dazugekommen. Ui, die werden schon stark. Das ist nämlich nicht zu unterschätzen, die Rüstung. Meistens schaut man nur so auf Schaden und Leben, aber die Rüstung, bam. Wenn man hier vergleicht mit mir, ich habe 1880 und die haben, der hat hier fast das Doppelte. Naja, doppelt ist ein bisschen übertrieben, aber trotzdem. Ich probiere es jetzt einfach mal, ich schaue mir das an, aber boah, so ein Kampf könnte schon ganz schön krass sein gegen den stinkenden Wirt. Stinken tut auch noch, ja, das ist nicht so schön. Oh, aber der sieht ja gar nichts. Wieso kann der verfehlen? Der hat die Augen zu. Der kann ja meine Pfeile nicht mal sehen. Nein, das ist zu übel, das schaffe ich nicht. Ich habe noch 3,6 Millionen. Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Okay, die werden schon echt krass stärker. Das wird jetzt vermutlich nicht gehen. Ich schau mal in der Kolonie vorbei. Die habe ich jetzt noch gehalten und ich habe jetzt eine neue. Ich versuche mal was Neues. Ich probiere auch immer recht viel aus. Man kann nicht nur einfach irgendwas mal machen und dann bleibt das immer so. Ich probiere jetzt was Neues aus. Meine Kolonie wurde mir beim letzten Mal weggenommen und das war schon recht schade, weil ich alle Gebäude schon recht weit ausgebaut hatte. Und jetzt baue ich immer nur das Weltwunder aus. So möchte ich das mal probieren. Ich habe jetzt die anderen Gebäude zwar einmal hergestellt, aber alles auf Level 1. Das ist meine Kolonie, Sägewerk, Steinmetz, Eisenschmelze, Ruhmeshalle mal 2 und noch ein Sägewerk. Den Tempel baue ich immer aus und die anderen Sachen lasse ich. Und da habe ich jetzt 1100 Holz pro Stunde, 500 Stein, 500 Eisen und 500, fast 600 Ehrenmarken. Und das geht noch rauf. Und jetzt möchte ich wirklich schauen, wie lange ich es schaffe, diese Kolonie zu halten, ohne dass ich irgendetwas ausbaue, denn dadurch steigt auch die Euphorie und so weiter. Ich lasse das jetzt alles, werde nur mein Weltwunder ausbauen und dann schauen, ja, wie das so wird. Das kann man natürlich nicht als Paradebeispiel dann nehmen, wie lange man so eine Kolonie halten kann, denn ich denke mal, man wird mehr Motivationen haben, mir die Kolonie wegzunehmen als irgendjemand anderem. So, und jetzt kommt mein Plan mal ins Spiel, denn wenn der Kontor Level 20 ist, kann man eine zweite Kolonie erobern. Eigentlich hätte der schon längst Level 20 sein können, aber ich war da etwas faul. Und ich habe jetzt noch hier diesen Helden, den Ido. Also ich habe generell noch mehrere Helden und der ist Level 44. Und es gibt ja auch eine 49er Kolonie. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich war mal ein paar Mal in diesem Dungeon drin von der Kolonie. Und was da alles gedroppt ist, ich wollte eigentlich nur meinen Haupthelden ein bisschen leveln. Und da bekomme ich Buffalo Bills Hut, Buffalo Bills Waffe, dann Buffalo Bills Hose sogar und seinen Gürtel. Das heißt, das sind 1, 2, 3, 4, 4, Moment, was ist das hier noch? Oh, das ist nicht Buffalo Bills, das ist Intelligenz. Da habe ich schon mal 1, 2, 3, 4 Set-Items von Stärke. So, und diese Sets sind Level 49 im Vergleich zu meinen anderen. Da sind die Sets Level 30. Das heißt, für einen 39er Helden ein 30er Set ist natürlich nicht so gut wie für einen 49er Helden ein 49er Set. So, und wenn ich diesen Helden jetzt auf Level 49 mache dann, ich kann jetzt, wenn ich ins Gasthaus vorbeischaue, nicht mehr so einen niedrigen Helden anheuern. Deshalb habe ich mir die auch aufgehoben mal, weil vielleicht brauche ich den auch. So, hier habe ich keine niedrigeren Helden mehr. Das heißt, ich hebe mir den jetzt auf, mache den auf Level 49 und wenn der wirklich so stark ist, kann der vielleicht sogar ganz alleine, da muss ich jetzt mal schauen, wie so das 49er Gebiet eigentlich ist. Wo haben wir das denn? Hier ist Level 39 und hier ist Level 49. So, North Dakota und Montana, Hannah Montana, Euphorie minus 7%. Wenn der nicht so stark ausgerüstet ist, so diese ganzen Gebiete müssen erstmal laden. Hier hätten wir auch Euphorie minus 11%. Auf diese Gebäude muss man sich stürzen, denn die sind... Wow, 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 wow. Was haben meine Augen da gerade gesehen? Wer war das? Hat irgendjemand krass viele Produktionen pro Stunde gehabt? Das war, glaube ich, das erste Gebäude hier, was ich angeklickt habe. 12.000 Holz schon. Wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Das würde mich jetzt aber interessieren. Level 32, alles hier schon. Das ist nicht schlecht, das ist nicht übel.
Dafür das Weltwunder nur auf 1? Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Aber gut. Man muss nicht alles verstehen. So, und wenn es hier jetzt irgendeine vergessene Kolonie gibt, hier zum Beispiel, da oben, minus 88%. Also, vor allem, der hat 44er Helden. Ich könnte mir... Was? Der hatte 0? Ah, okay, weil es soweit im negativen Bereich ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ein einzelner Level 49er Held so eine Kolonie erobern könnte. Das heißt, man braucht nicht mal 3, weil vor allem ich habe keine 3 Plätze mehr, weil ich möchte ja dann den haben und dann vielleicht noch 2 andere starke. Das wäre jetzt so mein Plan, der mir spontan gestern Abend gekommen ist. Vielleicht werde ich das machen. Freiheitsstatue, gut. Erhöht das Glück. Jetzt kann ich verstehen, warum diese Kolonie eher frei ist, denn das ist kein so ein gutes Weltwunder, aber besser als gar keines, oder? Deshalb werde ich das jetzt versuchen, vor allem ich habe ja jetzt die Items. Ich war einfach in diesem Dungeon drin, bekomme da die ganzen Set-Teile hier. Dungeon Level 30 bis 49 geht extrem easy und so, ich habe da sogar noch eine Ebene offen, wo ich keine Reiselust mehr hatte. Hier 400.000 Erfahrungspunkte jetzt schon und dann gab es noch diese krassen Bonus-EXP vor ein paar Tagen. Deshalb habe ich da ein wenig gefarmt sozusagen. Habe diese Set-Teile zufällig bekommen. Da habe ich dann gedacht, ja, was mache ich jetzt damit? Da lässt sich vielleicht was anfangen. Das heißt, ich werde jetzt diesen Helden irgendwie dann hochleveln auf Level 49. Dann habe ich meine 3 39er, einen 49er. Und mit dem werde ich auch ab und zu versuchen, irgendetwas zu schnappen. Das ist jetzt erstmal der Plan. So, und der Plan war ja auch noch, dass ich eine Waffe... Kann gleich weg... dass ich eine Waffe hier mit meinem Haupthelden bekomme. So, und dann mache ich den letzten Dungeon hier auch noch fertig. Sheriff Lucky Joe. Der letzte gibt leider nicht so viele Erfahrungspunkte, weil das immer nur ein Gegner ist hier jetzt. Das ist ein wenig traurig, aber vielleicht hat er ja was Schönes dabei. Dafür ist er dreimal so stark irgendwie. Der ist schon gar nicht so zu unterschätzen. Ich weiß nicht, soll ich jetzt noch ein paar Story-Missionen durchmachen oder im Laden nach einer Waffe schauen? Aber die Waffe macht schon recht viel aus. Also die, das habe ich irgendwie, da war ich komplett damals auf meine 39er Helden so bestürzt. Und dann habe ich irgendwie vergessen, ja, mein Hauptheld könnte ja auch mal wieder eine, 1% noch, könnte ja auch mal wieder eine neue Waffe brauchen, oder? So, was haben wir hier? Das kann auch weg. Gut, so, dann schon fertig. Kann ich jetzt neu starten und mal schauen, welche Gebiete hätte ich denn noch? Xian, Bagdad, das war nichts mehr, das war unschaffbar. Dublin, Andorra oder Andorra, dann Vlora, hier müsste doch was gehen. Letzte sogar. Oh, das könnte ich jetzt schaffen, das könnte ich definitiv schaffen. Da hoffe ich auf eine Waffe, komm schon. Ich bin der Affe, ich brauche eine Waffe. Du bist der Schmuggler. Du sollst nicht so googlen. Na komm schon, Geschick und Ausdauerhelm. Diese Items links, die da angezeigt werden, das sind nicht immer meine Items vom Haupthelden. Denn dieses Geschick-Item da, das würde ja gar nichts bringen. Eigentlich die anderen. Ich verkaufe sie alle. Ich heb da noch nichts auf. Schade, wieder ein Gebiet fertig und keine Waffe für den Schilling. So, ist ein Gebiet hinzugekommen? Nein, Bukarest gab's schon. Hier auch nicht. Schade. Ich hätte mir schon gedacht, dass so nach jedem Gebiet auch wieder ein neues hinzukommt. Wo bin ich hier? 6 von 10. Au, da bin ich, glaube ich, beim letzten Mal gescheitert, weil die doch ziemlich heftig waren. Ich glaube, schaffen könnte man es mit ein wenig Glück. Aber ich bin aber wirklich immer aufs Neue wieder verwundert, wie viele verschiedene Kampfbilder es eigentlich gibt in Cultures Online. Cultures ist ja auch... Als Offline-Spiel gab es das damals, so ein ganz normales Siedler-Spiel, so wie auch die Siedler in der Art. Und wurden da Bilder übernommen aus dem Spiel? Ich muss ehrlich zugestehen, ich kenne es nicht, aber hat man da extra für das Browser-Game so viele Kampfbilder angefertigt? So, das hätte ich geschafft, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Boah, ob ich das auch noch schaffen werde? Ich weiß nicht, aber man muss einfach nur probieren. Obwohl die Gegner jetzt ziemlich viel Rüstung hatten, wie ich gesehen habe. Ja, wieder mit dem Schild. Das... könnte übel werden. Oh, wow. Manchmal, ich unterschätze das manchmal. Dann haut der... Ja, das verfehlt ist... Das verfehlt ist dann das Tragische, aber manchmal haut der... Ach, Gott, vergiss es. Zum zweiten Mal, ich bin... Es ist... Manchmal, man muss es nicht verstehen. 342.000 Leben habe ich noch und habe es trotzdem geschafft.
man muss es nicht verstehen, man muss es einfach nur probieren. Allerdings ist auch ein Risiko natürlich dabei. Hätte ich das jetzt nicht geschafft, wären dann 5 Reiselust oder wie viel auch immer diese Quest gekostet hat, unnötig gewesen. Also ich gehe doch eher immer auf das Sichere. Na gut, ich glaube, hier Helsinki hätte ich auch noch im Angebot. Oh, hier geht's noch weiter. Das mache ich jetzt noch schnell durch. Ich hoffe wirklich, dass ich da... Geht sich die Reiselust überhaupt noch aus, soweit? Ich hoffe schon, dass ich da jetzt 81 Ausdauer... Nur Ausdauer, grünes Item. Brauche ich auch nicht. Ich hoffe wirklich, dass ich zumindest da jetzt eine neue Waffe bekomme. Denn jetzt sollte ja doch, auch wenn es erst bei 71% von 100 ist... Na, von wie viel Prozent denn sonst? 100 ist das Maximum. Das sind immer die genialen Fragen in der Schule. Von wie viel Prozent denn? Na, von 135%. Ah. So. Denn Ragnarök, bald wird es bestimmt kommen. Das sollte ich schon eine neue Waffe auch haben, um dann die Reiselust einzusparen, dass ich nicht so oft auf Reisen gehen muss. Genau, was war das jetzt für eine Ebene? 7 von 10. Oh, ich hoffe so sehr, dass beim letzten eine blaue Waffe rauskommt. Gar nichts. Frechheit. So, 1,51 Millionen. Sagt mein Lager. Das heißt, da habe ich noch genügend. Irgendwann muss dann der große Umbruch kommen, weil da kann man ja hunderte Millionen dann haben. Aber jetzt sind wir mit jedem Ausbau in etwa 200.000 dazu, dann 500.000. Aber irgendwann muss es dann ziemlich krass aufwärts gehen. So, letzter Gegner, mutierter Blaubeer, den schaffe ich mit geschlossenen Augen. Jo, wow, fein. Nein, komm schon, ich will... Die Waffen sind so selten. So, Intelligenz, Glück. Aber ich glaube, da habe ich auch einen stärkeren. Das schaue ich mir aber an. Oh. Aber die Ausdauer fehlt eben. Nehme ich auch nicht. So, zum Händler. Dann weg damit. Boah, das glänzt und glitzert alles. Das ist ein Wahnsinn. Mit den Doppelten weiß ich nicht, was ich da anfangen soll. Man muss aber auch schauen. Hier, das hat zum Beispiel 24 Stärke, 24 Ausdauer. Das hat... Oh, 22 Stärke, 23 Ausdauer, dafür aber mehr Rüstung. Da muss man schauen, was man da bevorzugt. Ich würde wahrscheinlich den mit 24 nehmen. Wie auch immer, so viel dazu. Den Trank nehme ich mir gleich. Ja, den Osterhasen gibt es leider nicht mehr für die kostenlosen Tränke. Hängt voll rum, das wollen wir natürlich nicht. Also geh in die Universität. Kann ich da... Genau, vermindert die Forschungskosten, wollte ich beim letzten Mal noch machen. Oh, gleich nochmal. Lohnt sich natürlich. Erhöht die Steinproduktion, brauche ich nicht. Reduziert die Bauzeiten eigentlich auch nicht. Ich will hier wieder was, beim Militär will ich was. Gut, dann baue ich das mal aus. Aber wenn man ein Gebäude ausbaut, kommt der Held woanders hin. Und die Kiko muss auch... Die Kiko geht zum Gold. Du machst jetzt erstmal Gold. Dann bekommst du Glück dazu, in einer Stunde gleich. Jawohl, na gut. Das war's dazu. Dann werde ich jetzt in den nächsten Tagen meinen Ido hochleveln auf 49 und mal schauen, ob der was erobern kann. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter aus der Welt von Cultures Online.